So, liebe Leute, ich bin zu nah an der Kamera. Das ist blöd, obwohl ich den Arm schon ganz ausstrecke. Pass auf, ich mache das anders. So. Ich hatte es nochmal spontan zu einem Video gedüngt. Und zwar laufe ich jetzt nicht rum und bewege mich die ganze Zeit nur, damit das so aussieht, als sei Bewegung drin und Leute finden das cooler und so. Ich bleibe jetzt einfach trotzdem starr. Oder auch nicht, weil ich mich gegen meine eigenen Regeln wehre, keine Ahnung. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Zum Beispiel beim Fasten ist es so, also ich habe mir nochmal so ein bisschen Gedanken um meine letzten beiden Videos gemacht, beziehungsweise um das vorletzte Video, wo ich erzählt habe, den eigenen Skifluss zu kontrollieren und auch in seiner Balance zu bleiben, indem man halt manchmal, wenn man merkt, also ich gehe jetzt auch nochmal deutlicher auf dieses Video ein, oder auf die Thematik, wenn man halt merkt, dass man in eine gewisse Illusion zurückgefallen ist, nur oft merkt man das nicht und das bedarf dann einer gewissen Arbeit, die auch wirklich jahrelang dauern kann, um dann für sich selber immer im richtigen Moment herauszufinden, bin ich jetzt irgendwie oder in welchem Maße bin ich in einen Bewusstseinszustand jetzt nicht zurückgefallen, das ist ein falsches Wort, sondern in einen anderen Bewusstseinszustand wieder geraten. Das ist wirklich gleichwertig, diese Zustände, und sich dann dementsprechend, diesem Zustand entsprechend dann zu ernähren. Aber man kann dann in diesem Moment auch wieder selber entscheiden. Möchte ich vielleicht doch wieder zurück in den vorherigen Bewusstseinszustand oder gebe ich mich dem jetzt hin? Also das kann man dann auch wieder entscheiden. Also es ist dann wieder kein Muss oder kein Zwang, dass ich jetzt dann irgendwie das gekochte oder ein Rohkost-Gourmet-Rezept reinschieben muss, sondern man kann es dann auch wieder entscheiden. Und wenn man halt, es kann aber auch sein, wenn man sich dafür entscheidet, dass es dann halt nicht funktioniert und dann sollte man halt schon sich dem hingeben können, sonst ist es im Endeffekt einfach nur nachteilig und das macht dann natürlich auch keinen Sinn. Jetzt wechsle ich den Arm oder die Hand. Ja, das war jetzt so ein bisschen weiter erläutert noch und jetzt die Verknüpfung, was ich sagen wollte, ist, dass das eigentlich ist eine ziemlich gute Verknüpfung, sogar indem ich gesagt habe, dass man dann auch selber entscheiden kann, in den vorigen Bewusstseinszustand eigentlich wieder zu kommen, wenn man gemerkt hat, man ist zurückgefallen. Im Prinzip ist der Zustand, wo man halt eine niedrig schwingendere Nahrungsquelle nicht mehr braucht, also dieser Zustand, ist im Prinzip einer, wo man selber für sich entweder mehr Qi generiert oder einfach einen reineren Körper hat. In beiden Fällen, also beide Fälle wirken sich in dem Maße aus, nicht in dem Maße, sondern wirken sich so aus, dass man halt niedrig, ja, was heißt niedrig schwingende Lebensmittel, das ist halt relativ, also von seinem jetzigen Bewusstseinszustand oder Ernährungszustand abhängig, von diesem Punkt abhängig, da das niedrig, also ein niedriger, ist halt komplex, ein niedriger schwingenderes Lebensmittel, wenn man sich jetzt, wenn man zum Beispiel meistens im Bewusstseinszustand ist, wo man mit Rohkost sehr gut klarkommt, sehr viel Energie hat, dann hat man in diesem Zustand halt entweder mehr Qi-Energie oder man hat einen reinen Körper und braucht dann gar nicht so viel Qi-Energie, um ja, um trotzdem Energie zu haben, weil halt das Qi, was vorhanden ist, besser durch den Körper fließen kann. Was man natürlich auch nicht nur durch einen reineren Körper, sondern auch durch Yoga zum Beispiel und durch Meditation erreichen kann. So, sind jetzt viele Informationen auf einmal. Jedenfalls ist es so beim Fasten zum Beispiel, das ist auch der Grund, warum Fasten nicht für jeden funktioniert, weil also manche Leute haben halt, das war bei mir auch so, ich habe mit 15 das erste Mal gefastet, weil mir es ein extremes inneres Bedürfnis war, mal dieses Äußere einfach abzuschalten und aus dem
innen heraus Energie zu generieren. Und bei manchen Leuten ist das einfach irgendwie angelegt, dass dann so ein Schalter umgelegt wird innerlich, wo man dann selber so freudig dabei wird und das auch einfach will und das höhere Selbst, sage ich mal so, aktiviert wird. Auch einfach durch diese Freude, dass dann halt so viel Qi-Energie aktiviert wird, dass man halt sehr, sehr gut mit dem Fasten klarkommt, dass er sehr viel Energie hat und so weiter. Aber andere Leute, die haben halt eine negative Einstellung gegenüber dem Fasten, haben halt also quasi einfach eine andere Programmierung dem gegenüber. Und deswegen regiert halt einfach immer der Geist, weil es immer die eigenen Programmierungen sind, die halt Dinge bestimmen. Und ja, ich will jetzt nicht zu weit wieder drauf eingehen, damit, sonst schweife ich wieder zu sehr ab. Jedenfalls haben die dann diese Anlage vielleicht nicht und mögen an sich Fasten auch nicht, deswegen haben die die negative Programmierung und dann funktioniert das halt auch nicht wirklich. Und haben dann auch keine Energie und es ist dann halt wirklich real, dass dann keine Energie da ist und dass der Körper halt wirklich auch angegriffen wird und so weiter. Und das Gute ist halt, dass halt ein Fasten auch nicht notwendig ist. Es gibt halt auch Leute, die halt ohne jemals gefastet zu haben, trotzdem extrem gesund werden. Da gibt es halt, also die Wege zur Gesundheit sind einfach so extrem individuell und unterschiedlich, dass das verstehen die meisten noch nicht. Das habe ich auch erst nicht verstanden. Weil man immer von seiner eigenen Warte ausgeht und meint, man könnte objektiv irgendeine Wahrheit beurteilen, aber das funktioniert erfahrungsgemäß einfach nicht. Dazu ist unser Verstand einfach viel zu blöd. Also das ist einfach viel zu limitiert dafür. Und ja, also ich kann auf jeden Fall letztendlich noch sagen, dass ich empfehlen kann, das, was beim Fasten bei einigen Leuten passiert, dass man das in den Alltag so mit einbaut. Und bei Leuten, die halt, für die halt Fasten nicht so zusagt, bei denen ist das vielleicht so, dass genau das Gleiche passiert, wenn die halt gewisse Dinge essen, weil die mit so viel Freude wieder verbinden. Oder irgendwelche, weiß nicht, andere Sachen, auch das höhere Selbst vielleicht, dass dabei dann, ja, denen einen bei abgeht, sage ich mal so, und dann eigentlich ein ähnlicher Effekt erzielt wird auf gewisser Ebene, dann vielleicht auf, ja, so, was sich halt wirklich auch auf körperliche Ebene extrem stark auswirken kann, also wirklich enorm und extrem. Also deswegen kann ich auch keine generellen Empfehlungen meistens geben, was so Ernährung angeht. Wobei ich trotzdem immer noch so ein Fasten-Fan bin und das eigentlich auch schaffe, wenn ich halt Leute, sage ich mal, coache, dann schaffe ich es auch oder kann es halt auch schaffen, die Leute so zu motivieren und damit die halt wirklich auch erkennen, was das für ein Potenzial haben kann. Also wenn man dadurch, also jeder kann es halt trotzdem schaffen, beim Fasten sehr viel Freude dabei zu haben. Und das ist dann natürlich insgesamt doppelt effektiv. Also wenn man halt jetzt die gleiche Freude hat wie beim Essen, dann ist natürlich das Fasten wiederum doch effektiver. Also einfach nur effektiver, wirklich von dem Wort her, dass es mehr Effekt hat bezüglich der Gesundheit. Wenn man das überhaupt braucht, das so schnell anzugehen insgesamt. Ja. Also es ist relativ komplex das Ganze und ich denke mal, in dem Video habe ich jetzt schon ziemlich viel Informationen gegeben und das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.